Da links oben. Was jetzt gerade aufgegangen ist. Wahrscheinlich wieder so ein Schalter. Ja. Ah, und da ist noch ein zweiter Schalter. Okay. Dann muss ich jetzt nochmal die Laufrichtung umdrehen. Achso, da ist die. Das ist ein zeitloser Schalter. Peitsche? Erstmal rüberlegen. Rüberlegen, nicht überlegen. So, so, schnell, schnell. Nein, nein! Boah, schon. Ach, pack den Bogen aus. Ist ja nicht zum Aushalten. Jetzt habe ich genau einen verpasst. Mit einem kann ich... Jetzt nochmal hier... zurückmachen. Natürlich zu blöd war in dem Stress. Schön aufladen. Meine Zeit wird kommen. Komm. Perfekt. Und jetzt kann ich da... Ach so, und jetzt kann ich das Startgebiet auch verschieben, weil man nur das eigene Gebiet nicht verschieben kann, oder? Ah, jetzt ergibt das schon eher Sinn. Das Ganze... So, dann probieren wir das mal in die richtige Form zu bringen, oder? Okay, den kriege ich jetzt gar nicht darauf. Hm. Aber warte mal, jetzt kann ich da unten was zusammenbauen. Ist der jetzt nämlich direkt neben unserem Gebiet erscheint? Obwohl, ich könnte jetzt direkt das Triforce-Gebiet da hinstellen. Das gehört nämlich sogar dahin. Gehört nämlich das in die Ecke noch, oder? Obwohl, man kann es gar nicht ein perfektes Ding zusammenbasteln. Sehe ich gerade. Ja, das kriege ich jetzt halt so nicht raus. Egal. Passt. Dann sollten wir es jetzt auch irgendwie zum Teufel schaffen. Wann mal? Da, kommen wir da irgendwie ran? Ja, holen wir zuerst das Triforce und dann schaue ich nochmal, dass ich an die Truhe reinkomme. Damit ich an das zweite Triforce-Teil auch noch ran. Komm, nein! Ah! Musste das sein? Blöde Spielverzögerung. Achso, jetzt ist... Ach so, ich bin bei der falschen Tür. Ist die hier irgendwo? Wo ist die Tür? Da unten wahrscheinlich. Hinter diesem Hebel. Vielleicht. Da 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 da. Muss man sich die Musik schon selber machen. Man hat gar kein Erfolgserlebnis mehr hier. Mal speichern. Jetzt ergibt das natürlich schon ein bisschen mehr Sinn. Vor allem mit einem Gebiet in einem Eck, das man nicht rauskriegt und dass man nicht rankommt. Das war irgendwie blöd. Aber wenn es das in jedem, in mehreren Gebieten gibt, so ein Schaltpult, dann macht das natürlich wieder Sinn. Das ist doch das bekannte Gebiet, oder? Wo muss ich denn jetzt raus? Ah, genau hier. Das kann ich. Dann holen wir uns das erste Triforce-Fragment. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine heilige Kraft in diesem Raum. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überquerst, liegt bei 60%. Halte an deinem Willen fest und schreite voran, Gebieter.
Das werde ich tun. Ist da eine Abkürzung? Schauen wir mal. Der Fluss läuft ja. Ohne Probleme. Das heißt, ich muss eigentlich nur wieder anschießen und mir eine Plattform basteln. Sollte reichen. Nein! Endlich gegen die Dinger werden. Sie wirkt mal noch nicht so schwer. Und wenn die mal weg wären, könnte ich probieren, das Ding da oben zu treffen. Ah! Ich glaube, da hätte ich mir gar keinen Stress machen müssen. Kann ich da einfach rüber? Ach, warte mal. Da kann ich wahrscheinlich mit dem Sprintsprung drüber springen. Hoffentlich. Okay. Hat alles gepasst. Houston. Wir haben ein Problem. Achso, warte mal. Schnell! Ausschalten! Gegenveranstaltung. Gut, wenn hier der Lavafluss angehalten wird, dann verbrennen wir elendiglich. Das will ich nicht haben. Wenn das jetzt das Rätsel war, das Triforce-Fragment, dann war das etwas einfach. Ich will das Herz haben! Ich will aber nicht runterspringen. Okay, dauert noch ein bisschen. Ist aber trotzdem schon mal eine Abkürzung. Wenigstens etwas. Haben sogar alles richtig ausgewählt. Brauche ich gar nichts tun. Bewegt sich das da unten? Ja. Ich war mir gar nicht sicher, ob da der Lavafluss besteht oder einfach nur ruhig steht. Und dann sollte man nicht drauf springen. Keiner mehr übrig. So, wir warten den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Und der ist schon längst gekommen. Nummer 1. Muss er schnell tun. Wenn das funktionieren soll. Ja. Und zwar noch schneller. Verdammt. Aber der Fluss ist jetzt zumindest aktiviert. Das heißt, jetzt soll es dann leichter gehen. Und wir schwimmen immer wieder. Sind so stark wie ein Tiger. Wunderschön. Ein bisschen langsam, hä? Es gibt hier leider keinen Staubsaugertuber, den ich aktivieren könnte. So, lass dir ruhig Zeit. Es ist nur langsam kommen. Achso, der schwimmt sogar um die Ecke hier. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass der so um die Ecke rumschwimmt. Werde ich gar nicht treffen, oder? Nö. Was passiert, wenn ich das da treffe? Ich schieße jetzt so lange, bis ich treffe. Irgendwann klappt das. Achso, das ist auf der Hinterseite. Nein! Dumme Idee! Verdammt! Nein! Ah, auf der einen Plattform hätte man jetzt so schön ausruhen können. Auf der die hoch und runter geht. Nein, ich muss ja unbedingt schnell tun. Alles muss schnell gehen, immer.
furchtbar. Ach komm, ein bisschen schneller geht schon. Würde ich nicht nein sagen. Könnte er dann theoretisch, wenn auf der anderen Seite nicht so ein Scheit ist, sobald ich auf der einen Plattform bin, mit dem Käfer rumfliegen. Das dann aktivieren. Sollte theoretisch möglich sein. Wie oft ich theoretisch sage. Wie ich immer meine ganzen Sachen analysiere, was ich rede. Und dabei herausfinde, dass es alles nur Mist ist. Alles nur Mist. Tja, kann man das machen. Das produziere ich halt am Tag. Ganz viel Mist. Wenn du jetzt runterkommst, bin ich dir sehr verbunden, danke. Gibt es jetzt hier einen Schalter? Da irgendwo... Nein, ich wollte den Weißen haben. Ich glaube wirklich, ich muss da mit dem Käfer rumfliegen. Okay, den kriege ich so nicht. Da müsste ich auch mit dem Käfer reinfliegen. Holen wir es uns! Ah, der Rubin ist mir egal. Gebe ich sowieso kaum aus. So, und jetzt ist der richtige Moment gekommen. Dafür. Upsa! Das war auch im letzten Moment. Aber da drüben müsste es jetzt sein, oder? Gleich mal. Nein, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ganz toll. Wenn du jetzt mal die Schleuder auspacken würdest, wäre ich dir auch verbunden. Enthaken. Haben wir es jetzt bald? Ah, danke. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten, dass das Wappen erreicht. Stoße dein Schwert in das Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Zu einem Teil des Triforces. Und abwärts! Du hast das Triforce der Kraft erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird und die unendliche Kraft geschenkt, die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Sammle zwei weitere Artefakte, um das Triforce zu vervollständigen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Schön, schön. Sehr, sehr schön. Haben wir eins von drei schon geschammelt, ja. Wir haben es gestammelt. Ist jetzt irgendwo ein schöner Ausgang? Vogelstadt oder sowas? Wo sind wir jetzt? Hm? Da war ich auch noch nicht. Ah, da ist eine Vogelstatue. Denn ich will jetzt mal speichern. Und jetzt habe ich wieder knapp 3 Stunden mal wieder am Stück aufgenommen. Das ist sehr hilfreich. Gerade für Silvester ein bisschen aufnehmen. Und ich was im Petto habe. Und dann sage ich jetzt einfach mal, warte mal kurz. Stört mich nicht. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.